Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um Informationstechnologie und da gibt es sicherlich viele verschiedene Sichtweisen. Ich kann natürlich technologisch drauf gucken, aber vielleicht ist doch auch das Amulett von der Oma, das mich immer beschützen soll, auch eine Information, die mich im Leben begleitet und auch funktioniert. Und über diese ganzen Gesichtspunkte spreche ich heute mit zwei wundervollen Gästen. Ich habe Dr. Friederike Wichel da, Ärztin der Swiss Mountain Clinic und Professor Dr. Urs Gruber. Wir werden heute mal in das Thema eintauchen. Bleiben Sie dran. Gerade auch bei dem Thema Informationstechnologie oder ja, würde ich dich jetzt, Urs, als Mann direkt mal fragen, was versteht man denn auf der technologischen Seite da rüber? Das ist eine gute Frage, nicht nur an einen Mann, sondern mal generell, wenn wir von Information sprechen, ist immer die Frage, was ist Information? Ja, da gibt es zum Teil lustige Definitionen davon. Es gibt Information als etwas Heilkundiges, Informationsmedizin zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich jetzt in diese Richtung gehen würde, dass ich sage, kann Information was Heilsames sein? Das ist die eine Seite. Wie kann ich Information übertragen? Mhm. Wenn ich sage, wie kann ich Information übertragen, müsste ich erst, meiner Einschätzung nach, erst beim Natürlichen beginnen. Wenn wir gemeinsam sprechen, ist das meiner Einschätzung nach auch eine Informationsübertragung. Informationen sind ja nicht nur kodierte Schriften in einer Software, sondern es laufen so viele Informationen ab, die wir einerseits für den Verstand benötigen können. Was kommt nach A, B, C und so weiter. Das ist etwas, was mir helfen kann. Aber das meiste läuft so ab, dass ich es gar nicht richtig geistig oder rational beziffern kann. Informationen laufen sehr viel ab über Codierungen. Also ich gebe einem Menschen eine Codierung zum Beispiel und die liest es ab, es das Mensch oder das Tier oder das Lebendige selbst. Mhm. Ich kann mit Informationen sehr, sehr viel Gutes tun im Rahmen der Gesundwerdung, also Krankheitsbehandlung, der Gesundwerdung, der Gesundheitserhaltung und vielleicht sogar der Sinnesentwicklung, dass man sagt, was macht das alles für einen Sinn? Das sind die natürlichen Dinge, können wir nachher vielleicht drüber sprechen. Dann gibt es aber auch die technischen Möglichkeiten. Aufgrund der heutigen Situation, jetzt nicht heute genau, sondern dieser Situation, die sich entwickelt hat, haben wir teilweise zu kämpfen mit vielleicht Störfeldern, die auch technisch hergestellt sind, die wir uns aber wünschen. Ein Handy oder eine Kamera, die uns jetzt gerade filmt, das sind ja alles quasi quantenphysikalische Werkzeuge und die machen sehr viel Gutes und machen sehr viel anderes, das uns stören könnte oder vielleicht belasten könnte. Stellen wir das mal so in den Raum. Mhm. Und dann gibt es Möglichkeiten, dass man mittels Informationen und deren Möglichkeiten, deren Übertragungsmöglichkeiten auf einen Menschen zum Beispiel, die Heilung oder das Remedium, das wieder zurückstellen quasi in eine individuelle Gesundheit ermöglicht. Das sind so die neuen Kräfte, die da sehr, sehr stark wirken. Eine Informationsmedizin ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Wenn wir jetzt noch im Neandertal leben würden, ja, und jemand kommt mit einer Keule auf uns zu, dann ist das auch eine Information. Es wäre auch eine Codierung, wenn wir da vielleicht schon Erfahrungen gemacht haben. Es gibt also die Möglichkeit, dass wir auf Erfahrungen zurückgreifen können und dass das eine Zusatzinformation uns das triggert. Wir haben, glaube ich, mal eine Sendung gemacht über zum Beispiel Trauma und posttraumatische Belastungsstörungen. Fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja, wenn zum Beispiel der Gegenüber die Hand hochhebt und der andere macht so. Also da ist so eine Uhr, so Ohr, und der wollte sich nur durch die Haare streichen. Genau, ja? Das wäre jetzt die Information wäre korrekt gewesen, aber er wollte ganz was anderes und man hat reagiert. Also irgendwas, das triggert, das etwas auslöst, das kennt man sehr gut, halt im Kranken, aber auch im Gesunden. Es gibt sehr viele tolle Dinge, die als Codierung auf uns zukommen, als eine Information, die ich ablese, die mir sehr, sehr gut tut. Je lebendiger dieses Informationssystem ist, desto besser. Wenn man nicht immer die Möglichkeit hat, um die lebendigen Informationssysteme, Mensch, Tier, Natur, ja, auf uns wirken lassen können,
dann gibt es auch technische Möglichkeiten. Ja? Also ein ganz großes Repertoire an dem, was man alles unter Information und Heilkunde zum Beispiel nehmen könnte, je nach Betrachtung. Bindest du das in irgendeiner Form auch schon ein in deiner Klinikpraxis? Na, also bei uns, wir sind ja sehr empathische junge Ärzte. Ne? Also ich jung, meine Mama ist schon ein bisschen älter. Aber sieht immer noch super jung aus. Genau, ja, und sie hat wirklich ein so großes Herz und ist wirklich für jeden da und immer im Moment präsent. Und das allein ist ja schon die Information, ne? Dass du dich dem Patienten öffnest und er sich dir öffnet, ne? Dass er Vertrauen zu dir hat. Ja. Genau, das ist mal das eine, was wir uns hier ganz groß auf die Stirn schreiben. Und das andere ist natürlich, wir arbeiten auch viel mit Frequenzen. Ne? Das ist ja auch Informationsmedizin, indem du eine bestimmte Frequenz gerade bei den Parasiten dann einspielst und damit den Erreger dann erledigst. Mhm. Ja? Ich nutze auch eine Art von Vitascan, um dann wie die Chinesen, oder ich weiß gar nicht, welche Heilkunde das ist, die diese Pulsdiagnostik machen, weißt du? Ich kann das nicht, dafür sind meine Jahre noch zu jung und ich war nicht dort im fernöstlichen Bereich. Aber ich habe ein Gerät, was genau den Energiezustand von jedem einzelnen Organ misst und wie ist die Reserve. Und also so zur Diagnostik kann man das auch sehr schön nutzen. Ne? Die ganze bioenergetische Medizin auch für die Diagnostik, wo wir dann die Erreger testen. Also, es tut man schon mit einbinden. Ne? Und eine Sache, dann habe ich noch eine lustige Geschichte auch, weil du sagst, es gibt so Geräte, die spucken dir aus und die schwingen dir dann auch auf. Mhm. Da kam mal jemand mit diesem, was war das, Oberon damals, glaube ich, mit diesem Gerät, der eine Diagnostik macht, schießt sich an. Und dann kam an erster Stelle bei mir Hauptstörfeld Schwiegermutter. Und das hat er bei mir auch gezeigt. Ja. Und da wusste ich, okay, also das Gerät funktioniert. Es war mir zu kompliziert. Es war mir zu kompliziert von der Anwendung, weißt du? Deswegen habe ich es nie irgendwie integrieren können. Ich war damals auch noch Studentin. Aber da habe ich gedacht, ja, das ist die Zukunft. Und gab's, was war da die Lösung eigentlich? Mehrere Trennungen. Wie behandelt man das, ja. Super gut. Ich denke, das ist ein riesen tolles Feld, was du hast es sogar noch erweitert, wofür ich dankbar bin, in eine Art Energie- und Informationsmöglichkeiten. Wenn ich mit Energien arbeite, jetzt in der Physik, wenn du sagst, ein Parasit hat diese Größe, der hat eine bestimmte Größe und eine bestimmte Frequenz, hat genau diese Höhe auch, diese Größe, dass ich den tatsächlich stören kann, kennt man heute mittlerweile in der modernsten Forschung sehr gut, in der Physik, in der Biophysik, dass man sagt, kann ich mit einer Frequenz, mit der richtigen, kann ich auf einen Virus gehen, kann ich den so zerbeulen, verändern, dass er nicht stört und so weiter. Gibt's ganz, ganz viele tolle Forschung darüber. Das ist die eine Seite. Und die andere wäre ja auch wieder vermessen. Wir werden ja gesteuert durch Informationen, die sich verdichten, dass da eine Energie fließt, in Form von Licht oder von was auch immer, es ist ja alles dann Energie, dass wir uns intern selbst steuern, ja, aber natürlich immer unter Einfluss von dem, was auf mich zukommt, wie mein Leben ist, wie meine Prägungen sind und so weiter und so fort. Du hast es schön gesagt, also, ihr seid natürlich sehr, sehr empathische Leute hier, habe ich selbst erleben dürfen schon und das ist für mich das mit der lebendigen Information. Man kann Maschinen nehmen, bin ich überhaupt nicht dagegen. So alles, was nicht maschinell geht, darf man durchaus auch noch tun. Ja? Mhm. Also finde ich wichtig. Vielleicht in diesem Zusammenhang, wenn ich schaue, was mir gut tut und dass es mir gut geht, braucht es auch nicht immer, das ist meine persönliche Meinung natürlich, braucht es auch nicht immer 100 oder 1000 doppelblind randomisierte Studien dazu, um irgendwas zu beweisen, wenn ich als Person und individuell vorgehe und wenn ich denke, es fühlt sich gut an für mich, ich habe die Kraft in mir erwacht, dieses Professor Hartmut Schröder mag das Valebo-Prinzip, also das Prinzip, dass ich selbst wirksam werde in mir selbst. Das ist ja auch eine Information, die sich energetisch darstellt und die mir tatsächlich Kraft, nicht zuletzt auch Lebenskraft schenkt und fördert. Eine optimale Kombination von dem, was ihr da macht.
Ja, die Information, wenn der Mensch jetzt wieder bewusst mal zu sich kommt. Ich durfte jetzt wirklich eine Woche im Wald verbringen, in Kärnten, und bin dann jeden Tag in den Wald und so Bewusstseinsübungen auch gemacht. Aber in dem Weg stand immer die Brennnessel wie ein Busch. Und dachte ich, ja, okay, danke. Ich brauche es auch. Irgendwas stimmt nicht mit dem Wasserhaushalt, und habe dann immer die Samen gegessen. Und am letzten Tag bin ich dann aufgestanden und dann auch wieder durch den Wald. Und auf dem Weg schon zum Wald dachte ich, ne, irgendwie ist jetzt gut mit dem ganzen Wasserthema. Und der Busch war weg. Und ich dachte, boah, also der hat sich wirklich die ganze Woche vor mich hingestellt, so nach dem Motto, hau rein, ja. Und da denke ich mir, wir gehen, wenn wir wieder dieses Miteinander mit der Natur und die Informationen auch lesen können und uns dafür öffnen, dann brauchen wir auch kein Gerät. Weil dann habe ich natürlich dann auch nachgeschlagen, für was steht die Brennnessel? Ja, Emotionen umwandeln und so, wo ich dachte, ja, mega. Macht man ja, wenn man so eine Woche im Wald verbringt, dann ist man ja schon am Arbeiten, ja. Und das dann auch, wenn man dann merkt, es greift alles ineinander ein, oder? Das ist schon echt. Das ist, glaube ich, dieses Leben mit der Natur. Nicht der Mensch isoliert in seiner Wohnung mit all seinen technischen Geräten, sondern wieder, ja, mit den Phasen des Mondes, mit dem lebendigen Wasser, mit der Erde auch mal wieder anfassen, die Kinder im Dreck spielen lassen und so. Das ist doch das, was uns, ja, die Biophotonen auch, ja, die das uns nährt, uns Photonen gibt, uns Licht gibt, uns leben lässt am Ende. Ne? Das ist allein ist viel Information. Mhm. Können wir auch Dinge mit Informationen, haben wir ja bei der Homöopathie im Grunde, ist ja einfach auch nur die Information reingeschwungen. Und da gehen wir dann ja auch dementsprechend auch mit in Resonanz. Also wo haben wir noch die Möglichkeiten, mit der Information in der Heilung zu arbeiten? Also eben über Kräuter, Technologie. Also über Klänge. Mhm. Stimmt, ja. Klangschalen, ne? Musik. Ja, genau. Die ganze Kunst, also wenn man sagt, es gibt Malerei, es gibt Farben, Bilder, es gibt Klänge, eine Farbe eines Bildes kann man ja runterbrechen, oder eine Farbe in wie viel Nanometer Schwingung, also wie viel hat die, was hat die für eine Frequenz, die kann man runterbrechen in einen Ton zum Beispiel, dieses Plus-Minus-Spiel. Und eine Frequenz ist auch nicht anders, eine Energie, die informiert ist. Deswegen hat sie ja genau diese Wellenlänge und so weiter. Und deswegen ist es für uns ja gar nicht so einfach, jetzt über das zu sprechen, weil es meiner Einschätzung nach so vielfältig ist. Die Frage ist auch, was ist dein Gedanke? Was ist dein Gedanke, wenn du beispielsweise in den Wald gehst? Lässt du Gedanken auf dich zukommen oder nicht? Was hat die Brennnessel jetzt mit dem zu tun oder was nicht? Das wäre völlig wäre bei mir was anderes auf dem Weg gestanden, oder auch die Brennnessel, weil die da steht oder nicht. Wäre ich da durchgelaufen oder nicht? Also es sind ganz, ganz viele Aufnahmen. Die dürfen wir auch so stehen lassen. Ich finde es immer gut, mein damaliger Doktorvater hat mal gesagt, ein Wissenschaftler, was ist überhaupt ein Wissenschaftler? Und ja, da gibt es schon Definitionen, sagt er, ein Wissenschaftler ist ein qualifiziert neugieriger Mensch. Mhm. Das ist per Definition ein Wissenschaftler. Qualifiziert heißt, das, was er halt erarbeiten will, da muss er irgendwas kennen, können und so weiter. Und sonst muss er neugierig sein. Mhm. Ja? Ein qualifiziert neugieriger Mensch. Und das dürfen wir auch bleiben, wir dürfen uns weiterentwickeln. Wir sind jetzt vielleicht sind wir Wissenschaftler, vielleicht nicht, spielt gar keine Rolle, aber wir sollten immer für unser persönliches Leben qualifiziert neugierig sein und bleiben, in diese Richtung gehen. Die Informationen auch mal wahrnehmen lassen, zum Beispiel, wenn man so weit ist, wenn man bereit ist. Ich habe mit vielleicht etwa 10 oder 15 Jahre habe ich chinesische Pulsdiagnostik unterrichtet, weil du das erzählt hast. Und bei den Studenten war meistens das, dass sie dann gesagt haben, sie haben den Puls genommen und dann gesagt, ja, Herr Lehrer, können Sie mal kommen und schauen, ob ich das richtig fühle. Mhm. Also das ist das Schwierige, glaube ich, dran, auch diese Informationen so stehen zu lassen, dass die dann so sind, wie sie sind. Ja? Das finde ich die eine Seite.
Je mehr wir also im positiven Sinne uns Informationen zuführen lassen dürfen in einer qualifizierten Neugier, und die Qualifizierung ist, wir leben alle, das ist schon mal die beste Qualifikation, die wir haben, und die Neugier behalten auf das, was uns denn hier erwarten kann, und immer im Kontext, mich nehme ich immer mit im ganzen Leben, immer im ganzen Kontext, mich mitnehmen und schauen, dass es mir gut geht. Muss ja nicht auf Kosten anderer sein, ich kann es mir trotzdem gut gehen lassen. Dann habe ich mal eine optimale Voraussetzung, die auch mir als Person oder dann im Verbund sehr viel helfen vermag. Ich kam vor 3 Wochen zurück aus einer Weiterbildungswoche in Deutschland beispielsweise. Da ging es um die Kulturheiltage. Oh. Also kann Kultur heilsam sein? Das ist eine Fragestellung. Und wer so etwas noch nicht mitgemacht hat, der muss das unbedingt mal tun. Dass man sagt, kann Kultur wirklich was Tolles sein? Können wir, wenn wir ein gutes Gespräch haben, können wir, wenn noch jemand dazukommt, um bestimmte Fragen zu stellen? Und das muss nicht, ich weiß nicht wie, Elfenbeinturm sein, sondern was würde uns denn gemeinsam Spaß machen, um zu tun? Dass das wieder mehr reinkommt, so dass wir zu den richtigen oder zu uns positiv stimmenden Informationen wiederkommen. Das wäre etwas ganz, ganz Tolles. Dinge, die wir uns vielleicht jetzt im Moment, sag im süddeutschen Raum oder Schweiz oder Österreich teilweise, noch nicht ganz vorstellen können, wenn in Finnland, weiß ich jetzt das gerade, wenn in Finnland das so ist, dass diese dunkle Zeit kommt, ja, und dann darf der Kinderarzt, der Doktor, darf dem Kind natürlich Zirkus auf Rezept verschreiben, weil diese Information, dass die Person jetzt in den Zirkus kam oder mal ins Kino, auf Rezept, ja, das bezahlt die Kasse, weil das viel gesünder ist als irgendeine Tablette oder irgendein Vitamin, ich weiß nicht was, was ich nicht bestreite, dass das mitnützen würde, aber der Effekt in den Zirkus erleuchtet das Kind. Also das gibt ein ganz anderes Stimmungsbild. Und solche Dinge müssen wir für uns, auch wenn wir erwachsen sind, immer behalten und weiterentwickeln. Also ist unser Job, uns in der Kultur auch eine Art Heilkunde mitzusuchen. Wenn wir das nicht können, es gibt bestimmte Phasen vielleicht im Leben, wo das etwas reduziert wird, weil es nicht geht von der Zeit her und so weiter, dann gibt es ganz viele Hilfsmittel, vielleicht technischer Natur, die uns auch im Rahmen von Bioresonanztherapieverfahren oder den alten, also den traditionellen Heilmethoden wie Spagyrik zum Beispiel, also diese Alchemie der Arzneien oder der klassischen Homöopathie, wie du auch schon gesagt hast, die Homöopathie, also ein informationsmedizinisches Therapeutikum, das Informationen im Wasser, Alkohol zum Beispiel, da geclustert als Codierung hinterlegen mag. Da gibt es mittlerweile auch sogar gute Untersuchungen, wenn das jemand braucht. Oder es gibt auch Arzneimittelprüfungen, dass wenn das jemand nimmt, wenn das 1 Million Leute nehmen und bei 700.000 funktioniert das, dann ist das einfach ein unglaublich toller Wert. Ob es jetzt schon Studien dazu gibt oder nicht, mag dahingestellt sein. Ich meine, gerade wenn man eben dieser neugierigen Wissenschaft folgt, ich finde auch den Spruch, wir haben einen runden Kopf, damit wir um die Ecke denken können, ist ja klar, dass es halt dazu jetzt noch keine Studie gibt, aber es wird dann halt eine kommen, wenn sich eben solche Korrelationen dann immer mehr zeigen. Deswegen ist auch immer, finde ich, so ein bisschen anstrengend, wenn die Leute sagen, gibt es dazu eine Studie? Denke ich, nein. Das ist ja auch ganz viel. Ist auch egal. Ja, es ist auch wirklich egal, weil es ist ja auch die Erfahrung. Du erlebst es ja am Patienten, ob das, was du tust, ob das auch ankommt, ob das die Heilung fördert. Ne? Wir Ärzte, wir beschäftigen uns ja jeden Tag damit. Und du hast mich jetzt vorhin auch auf den Gedanken gebracht, wo du gesagt hast, du hast die Pulsdiagnostik selber gelernt. Ne? Allein den Patienten zu untersuchen, gibt dir ja schon Informationen. Jedes Organ sendet dir Informationen. Die Haut gibt dir ganz viel Information. Du kannst es als Diagnostik nutzen, aber es wird dir nicht gelernt. Wir lernen, mit Stethoskop abzuhören. Wir lernen nicht, unsere Finger einzusetzen, unsere Sinne zu schärfen. Ne? Und überhaupt dieser ganze Bereich untersuchen, ich weiß nicht, das war 1 Woche, glaube ich.
die wir den hatten. Und dann ein paar Stunden und dann musstest du halt immer mal das Herz auskultieren und so, wenn du mal wieder beim Patienten warst, aber oder mal einen Bauch untersuchen. Aber so tiefe Diagnostik, wie es wirklich in den alten Heilweisen, Wissen noch so verankert ist, wird nicht gelehrt. Was ich auch interessant fand, ich war jetzt auf einer Fortbildung, war ein Workshop dann zum Thema Face Reading. Und auf der ganzen Welt kam das Wissen über das Gesicht als Spiegel gleichzeitig. Also da hat sich dann eben auch so ein Quantenfeld erschlossen. Mhm. Und als ich das dann erfahren habe, was wir allein nur im Gesicht, Niere, Leber, Dünndarm, Oberlippe, unfassbar, wo ich denke, du brauchst eigentlich auch dann als Arzt nur das Gesicht anschauen und hast dann schon mal den kompletten, du weißt alles über den. Ja, so. Ja, sind natürlich so. diese Gesichtspunkte, muss ich kurz da reingrätschen, natürlich. Das ist völlig korrekt. Es gibt in der Gesichtsdiagnostik gibt es sehr viele Diagnostik in der Pathophysiognomie, also in der Krankheitslehre oder in der Psychophysiognomie, in der, wie ist die Person. Aber ich würde die nicht im Detail so weit runter schematisieren. Ich selbst kenne etwa 12 verschiedene Gesichtsdiagnostik. Mhm. Wo ist welcher? Und da gibt es dann auch, einmal ist das Organ da, einmal da. Ich sage nicht, dass das eine oder andere stimmt oder nicht stimmt. Das muss man sich eintrimmen. Also das, was zu dir gut passt, lerne das und tu das, weil du es als Übermittler brauchst, das schon. Aber wenn ich dir ins Gesicht schaue und du brauchst Hilfe oder wenn sie dir ins Gesicht schaut und sagt, und du bist jetzt eine Patientin von mir aus oder du suchst Hilfe oder du möchtest noch gesünder sein, was da alles rüberkommt, ohne dass ich weiß, wo ist die Leber und die Milz und so weiter, das ist schon mal elementar. Also ich möchte nicht nur die Information Leber so, sondern das kann ich ja da untersuchen, wenn ich das mag, sondern wer bist denn du, wie funktionierst du? Das ist tatsächlich eine Informationsübertragung, wenn ich empfänglich bin, wenn ich zuhöre, wenn ich wahrnehme und wenn ich vielleicht auch gut üben kann, wie man sich auch abgrenzt, in Anführungszeichen. Nicht zuletzt müssen Psychotherapeuten 5 Jahre Psychotherapie machen, einfach damit sie lernen auch, wie ist das Verhalten, wie kann ich mich, was ist eine Übertragung, was ist eine Gegenübertragung und so weiter und so fort. Das lernt man in der Medizin, denke ich, vielleicht etwas zu wenig, wenn es dahin gehen sollte, eine moderne Medizin zu betreiben. Die moderne Medizin hat nichts nur zu tun mit tollen Computern, wo man an den Knöpfen drehen kann und so weiter, sondern die moderne Medizin im Sinne einer eben vielleicht biopsychosozialen Medizinform, wo ich die Kräfte des Menschen mitnutzen möchte, wenn er psychisch oder spirituell große Kräfte hat oder darauf sehr ein großes Verlangen hat oder körperlich eine große Kraft, auch wenn er ein psychisches Problem hat und so weiter. Ich denke auch, dass die Bevölkerung das mittlerweile nicht mehr darauf verzichten möchte. Und das finde ich gut so. Schön. Super. War wieder wunderbar mit euch beiden. Liebe Friederike, gibt es noch von deiner Seite aus was du den Zuschauern mitgeben möchtest? Nee, Thema? Eigentlich nicht. Ich denke mir nur, Gott, was ich noch alles lernen will. Ja, das dachte ich mir gerade auch so. Unglaublich schön auch, ja. Und toll auch mit euch beiden, dass wir so ein großen Strauß an Informationen heute auch wieder nach außen tragen durften. Vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten einiges für sich mitnehmen. Bei so tollen Gästen ist das ja wirklich keine Kunst. Und ich freue mich auf bald und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.